Liebe Freunde des knuffigen Bastel- und Crafting-Spaßes, herzlich willkommen bei Little Big Workshop, hier zusammen mit dem Evil DLC. Ich heiße euch hier bei diesem schönen Let's Play herzlich willkommen und der ein oder andere geneigte Zuschauer dieses Kanales wird sich nun eventuell fragen, warum denn nun ausgerechnet Little Big Workshop? Es ist so, ich habe vor einiger Zeit eine Abstimmung laufen lassen und da gab es 4 Spiele zur Auswahl. Und das Problem war, dass alle 4 Spiele die exakt gleiche Anzahl an Stimmen erhalten haben. Und dann habe ich mir lange überlegt, was wir nun machen sollen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht der geeignete Rahmen wäre, allen 4 Spielen einen schönen Platz auf diesem Kanal zu gewähren. Natürlich nicht allen gleichzeitig, das ist zeitlich leider nicht möglich. Aber jetzt ist es an der Zeit für Little Big Workshop als kleines Nebenprojekt. Denn die Runden hier, die sind nicht so unfassbar lange. Das heißt, wir können hier durchaus auch mal nebenher ein bisschen Spaß haben in dieser knuffigen Welt. Wir beginnen ein neues Spiel. Und wir fangen zunächst einmal mit dem regulären Spiel an. Ich habe den Evil DLC-Teil selbst noch nicht gespielt, aber ich möchte euch erstmal das Grundprinzip hier im Rahmen des normalen Spiels zeigen. Und zwar soll unsere Fabrik heißen Blankenburgsche Warenfabrik. Die Blankenburgsche Warenfabrik beginnt jetzt und da lädt auch schon das Spiel. Das geht hier zum Glück sehr schnell. Und herzlich willkommen in dieser schönen Spielewelt. Ich werde das Tutorial abbrechen, denn das brauchen wir hier nicht. Und ich führe euch ganz langsam und gemütlich hier in das Spiel ein. Wir benötigen zunächst einmal eine Werkbank. Denn das Ziel des Spieles ist es im Grunde genommen... Ups, falsch. Stopp. Da bin ich etwas in den anderen Spielen hängen geblieben und wollte das gerade mit M&M drehen. Das funktioniert hier leider nicht, sondern das geht hier über diese Drehtasten und wir beginnen mal die Werkbank aufzustellen. Das Ganze funktioniert jetzt so. Wir haben diese hier platziert, die bekommen wir allerdings nicht sofort, sondern es kommt... Na, wo ist er denn? Ach, ich muss hier unten erst natürlich die Bestellung abschicken. Es kommt hier unten ein Lieferwagen zu uns. Der setzt jetzt hier gleich in die Ladebucht zurück. Der Fahrer wird aussteigen. Und unsere Mitarbeiter, die hier in Form dieser kleinen, ja, Meinzelmännchen oder wie auch immer wir die nennen möchten, dargestellt werden. Die werden jetzt gleich mit der Arbeit beginnen. So, das Ganze, das jetzt momentan in der Winterzeit. Wir sehen das hier, Mistelzweige an den Türen. Pakete in Geschenkverpackung. Da haben wir jetzt gleich einiges zu tun. Hier kommt schon unser Mitarbeiter. Oder ist es eine Dame? Ja, eine Dame offensichtlich. Die wird sich jetzt gleich daran machen, das Päckchen auszupacken und die Werkbank hier zu montieren. Die auch, ja, so ein bisschen weihnachtlich dekoriert ist. So, perfekt. Wir haben momentan keinen Anruf, das heißt auch keinen Auftrag. Wir schauen mal hier unten, was es da so gibt. Wir sollen 100 Produkte ausliefern und wir sollen eine... Schließe die letzten 3
Kundenherausforderungen ab. Okay, die bekommen wir telefonisch. So, hier haben wir auch was. Das ist der Forschungsbaum. Ja, da steht, hier kannst du deine Fabrik verbessern. Jede Verbesserung kostet unterschiedlich viele Verbesserungspunkte, die du verdienst du, wenn du Aufträge oder Herausforderungen und Meilensteine abschließt. Bewege die Maus über eine Verbesserung, um mehr darüber zu erfahren, und kaufe sie mit einem Klick. Genau, so. Wir haben momentan einen Punkt. Wir könnten eine Lagerverwaltung installieren oder Schalttafeln. Ich würde mal mit der Lagerverwaltung beginnen. Ich zeige euch aber auch gleich, wofür das Ganze gut ist. Verbesserung erhalten. Seltsam. Übernimmt er nicht. Nein, wir kommen gleich darauf zurück. So. Die Werkbank steht. Ich drücke jetzt einmal Pause. Und dann gucken wir mal, wo wir momentan einen Auftrag abholen können. Ah, das ist hier das Baumenü quasi. Wir haben hier die Meilensteine. Wir haben hier eine Arbeiterübersicht. Wir haben momentan 2 Mitarbeiter in unserer Fabrik. Wir haben ein Inventar, da gibt es momentan eben nur diese Tischlerstation. Und ja, das sind die Kundenbeziehungen. Es gibt hier insgesamt ein paar vorgefertigte Kunden. Das werden wir dann gleich kennenlernen. Der Crazy Steve Enterprises ist einer davon. Hier ist noch so eine Gesamtwertung. Die Blankenburgsche Warenfabrik haben wir hier momentan auf dem allerletzten Platz. Das liegt aber daran, dass wir erst ganz neu im Geschäft sind. Und hier noch die Bilanzanzeige. Ja, da sehen wir, dass es momentan eben durch die Miete und Ähnliches eher ins Negative geht. So. Pausenräume haben wir momentan noch keinen. Das ist vielleicht einmal das Erste, worum wir uns kümmern sollten, denn ansonsten werden die Mitarbeiter hier sehr schnell unglücklich. Wir fangen mal ganz günstig an. Und stellen hier mal so eine Kaffeemaschine vielleicht auf. Ja. Und einen Tisch. Den stellen wir hier schön an die Wand. Und das Ganze bestellen wir. Sehr gut. So. Und dann können wir mal hier zum Markt schauen. Und können uns den ersten Auftrag abholen. Wir gucken mal, was es gäbe. Es gibt hier diese Aufgabe. Die haben wir wohl von dem Crazy Steve erhalten. Ich habe gerade einen neuen Laden in der Nähe deiner Fabrik aufgemacht. Und da wir beide neu sind, könnten wir einander vielleicht helfen. Und wir sollen hier 3 Einheiten von diesem Gartenzwerg entwickeln. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Wir schauen mal, was wir dafür brauchen. Wir stellen erst den Plan und wir sehen, das ist hier so ein bisschen, ja, so Blaupausenmäßig. Wir fangen mit einem Baumstamm an. Der muss bearbeitet werden und dann kommt ein Gartenzwerg raus. So. Jetzt müssen wir diesen Arbeitsschritt hier einer Station zuweisen. Das Ganze funktioniert so, indem wir hier einen Rechtsklick machen. Das Ganze verbinden und hier der Station zuweisen. Wir sehen hier unten die Länge der Arbeitsschritte und hier insgesamt die prognostizierte Zeit für das Ganze. Hier drüben sehen wir jetzt, es ist produktionsbereit, denn wir haben alle Aufgaben, die wir machen müssen, was jetzt hier relativ einfach war, ja, bereits abgeschlossen. Ich klicke hier auf Los. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass mit dem Ganzen auch ein Einkauf von Rohwaren ausgelöst wird. Die müssten jetzt demnächst mit dem LKW kommen. Dazu stelle ich erstmal wieder den Zeitvorlauf an. Und dann müsste der LKW hier auch ankommen. Jetzt weiß ich bloß nicht, ist das erst die Lieferung von unseren Möbeln oder die Lieferung von unseren Rohstoffen. Zusätzlich sollten wir parallel noch eine Zone entwickeln. Das hatten wir gerade schon mal gesehen. Und zwar eine Lagerzone. Die mache ich jetzt, so groß. Das ist jetzt momentan eine Gesamtlagerfläche,
Ich lasse die Zeit mal etwas schneller vorlaufen. Und ihr seht, das passt dann hier automatisch den Boden an. Da kommt der nächste LKW. Jetzt lassen wir es wieder langsam laufen. Und der lädt uns jetzt hier die Rohwaren ab. Und das müssten in dem Falle 3 Baumstämme sein, die hier jetzt vorne abgeladen werden in den Lagerbereich. Wir haben momentan eben nur dieses Zentrallager. Da ist alles drin. Meine Mitarbeitenden helfen hier natürlich mit und laden ebenfalls ab. Und der erste beginnt sogleich mit der Arbeit. Wir können jetzt das Ganze ein wenig beschleunigen, indem wir noch eine zweite Tischlerstation hier aufbauen. Das ist wahrscheinlich auch effektiv der beste Weg, um hier ja, ein bisschen voranzuschreiten. Ich stelle die Zeit vor. Ich bezweifle allerdings auch, dass die Waren da noch rechtzeitig ankommen werden. Zumal ich wieder mal vergessen habe, auf Bestellung zu klicken. So. Wir gucken dem ganzen Treiben hier mal zu. Das ist ja ganz nett. Hallo. Und ja, das dachte ich mir schon fast, dass da das Ganze nicht schneller vonstatten geht. Also jetzt wird hier abgeladen. Und unsere, wie heißt sie denn? Ach schade, wir können sie nicht anklicken. Unsere, na, wir können ja mal gucken, hier in der Mitarbeiterliste. Ja, es sind beides Damen. Also wir haben hier 100% Frauenanteil in unserer Fabrik. Sehr schön. So. Der Auftrag ist gleich abgeschlossen. Wir sehen das hier hochlaufen. Und jetzt kann ich direkt auf Liefern klicken. Das heißt, jetzt wird direkt wieder ein LKW kommen. Den sehen wir hier schon. Ups, da bin ich etwas zu weit. Hakt hier ein. Und unsere 3 Teile werden jetzt hier verladen. Ich habe es eben etwas schneller vorlaufen lassen. Und damit ist der erste Auftrag gleich abgeschlossen. Wir werden jetzt noch eine Information bekommen, dass der Auftrag durch ist. Und da kommt auch schon das Geld. Sehr gut. Also ihr habt gesehen, das Ziel des Ganzen ist es, einen Auftrag anzunehmen hier am Markt. Und dann hier, ja, die Waren zu produzieren. Wir schauen hier oben direkt mal, was wir als nächstes machen könnten. Denn die Folge ist ja noch jung. Und wir könnten hier, ja, wir müssen immer aufpassen, was wir dafür brauchen. Das hier ist übrigens, das habe ich euch auch noch nicht erklärt, eine Übersicht, welche, ja quasi, wie gut das Produkt angeboten wird und wie gut der Preis ist. Das heißt, das hier wäre jetzt prinzipiell eher schlecht, denn da ist das Angebot sehr hoch und der Preis gering. Hier ist der Preis eher hoch. Ja, wir müssen allerdings auch immer schauen, wo wir gut, was wir überhaupt herstellen können. Denn wir haben ja momentan nur diese manuellen Werkbänke. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir diese Heugabeln hier zum Beispiel machen. Die werden empfohlen. Und wir können uns das Ganze mal anschauen, was wir dazu bräuchten. Und wir stellen schon fest, hier bräuchten wir eine Gießerei. So, hier müssen wir erstmal festlegen, was wir überhaupt, also wir haben hier gewisse Einflussmöglichkeiten. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir möchten das Produkt mit einem Eisenstiel machen oder mit einer Metallstange oder mit einer Holzstange. Das Ganze wird jetzt hier rot angezeigt, weil wir damit die Zielvorgaben nicht erreichen würden. Das heißt, wir müssen hier die Holzstange wählen. Und hier in dem Fall können wir eine Holzart auswählen. Da geht es hauptsächlich um Preisplanung. Also hier ist der wirtschaftliche Teil des Ganzen. Wir wählen natürlich die günstigste Variante.
denn wir erhalten keinen Vorteil davon, eine höherpreisige Variante zu wählen. So. Wir nehmen das einfache Holz und die Verarbeitungsschritte, die können wir jetzt natürlich nur hier an unseren Werkbänken durchführen lassen. Auch hier gehen wir auf diese Werkbank. Und hier brauchen wir leider, glaube ich, oder geht das? Nein, da müssen wir erst eine geeignete Fabrik oder beziehungsweise eine geeignete Schmiede uns kaufen, die wir uns leisten können, 2640. Und ja, wo stellen wir die denn hin? Das ist hier alles etwas gedrungen. Ich würde die mal hier rüberstellen. So, wir ordern die direkt und ich gehe hier wieder zu den Blaupausen, beziehungsweise hier zum Markt und kann dem Ganzen jetzt hier unsere neue Produktionslinie zuweisen. Am Schluss gibt es noch so einen Zusammenpassenschritt, den würde ich ja hier machen lassen. Nein, warum hat er das jetzt nicht übernommen? Produktplan. Besonder. Ah, da benötigen wir auch noch mal was. Seht her. Da benötigen wir eine Montagestation. Oha. Gut. Wir setzen diese Montagestation und bestellen die auch noch. Entsprechend haben wir jetzt kaum noch Geld. Aber ich denke, wir kommen da weiter. Jetzt bekomme ich noch einen Vorschlag. Diese Folge wird nämlich wie so oft live produziert und da wurde natürlich etwas total Richtiges gesagt. Wir können nämlich natürlich diesen Arbeitsschritt der anderen Werkbank zuweisen, weil wir müssen ja hier insgesamt wie viele produzieren? Ach so, das ist ja freie Produktion. Da können wir das Ganze natürlich hier ein bisschen hochfahren. Ich würde jetzt mal 10 Stück davon machen. Und entsprechend verteilt sich das Ganze dann auch besser. Also ihr seht, der erste Arbeitsschritt ist es hier, drei Bretter zuzuschneiden. Daraus werden 10 Stiele. Das können wir jetzt sogar hier noch optimieren. Ah ja, okay. Es ist nämlich so, alles was überbleibt, werfen wir hier leider weg. Das heißt, das ist eigentlich immer sinnvoll. Ihr seht, jetzt sind es immer noch drei Bretter, nochmal drei. Das heißt, so ist es kostenoptimal. Wir bekommen das Ganze hier auch immer als rote Zahl angezeigt, wenn zu viel produziert werden würde. Also sind 12 hier die optimale Menge. Und da wir das ja jetzt quasi für uns machen, ist es ideal. So, hier müssen wir auch noch ein Metall wählen. Da wählen wir auch wieder das günstigste. Und ja, jetzt müssen wir hier noch das Ganze verbinden. Damit haben wir den Plan abgeschlossen. Das heißt, wir zersägen die Bretter an der manuellen Werkbank. Wir machen daraus diese Stiele. Die werden abgerundet. Dann haben wir hier abgerundete Stiele und dann wird noch Metall vergossen in die Zinken. Das Ganze wird dann am Ende zusammengefügt und es kommen Heugabeln heraus. Perfekt. Wir starten den Auftrag und wir bekommen jetzt erstmal was abgezogen, weil wir müssen ja die Rohwaren ankaufen. Das kennen wir ja schon. So, der LKW ist in der Ladebucht angekommen und wir weisen hier unten vielleicht nochmal ein zusätzliches Zwischenlager aus. Aus dem einfachen Grund heraus, dass die Rohwaren hier natürlich besser vorhanden sind. So, ich spule nochmal ein bisschen vor. Die Maschinen stehen jetzt bereit und jetzt wird abgeladen. Wir sehen, es kommen hier unsere drei Bretter. So kann ich drehen, perfekt. Die liegen bereit. Außerdem wird hier noch das Metall abgeladen. Das wird jetzt auch erstmal hier abgeladen. Wir haben ja momentan nur diesen einen Lagertyp. Das andere schalten wir dann in baldiger Zeit frei. Perfekt. Und damit beginnt hier die Arbeit. Wir sehen, hier wird Metall eingeschmolzen. Und was hierbei herumkommt, müssten eigentlich Gabelzinken sein. Sehr gut, perfekt. Da liegt die erste Zinke bereit. Die Dame holt sich hier. Ich drehe es mal aus. Na, komm. Haben wir schon verpasst. Sehr gut.
Also es werden immer zwei Zinken pro Arbeitsgang gegossen. Das ist eigentlich sehr effizient. Und hier drüben werden gerade die, ja, eckigen Stiele, sage ich jetzt mal, zugeschnitten. Die sehen wir hier. Die werden jetzt auch gleich wieder ins Lager gelegt, aber ja, das ist ganz niedlich gemacht. Akku leer. Wenn der Akku leer ist, dann muss natürlich Kaffee zum Beispiel getrunken werden. Und dann gucken wir uns mal unsere Mitarbeiterin an, die gerade den Akku wieder auflädt. Und sobald er voll ist, geht's dann auch gleich weiter. Hier drüben werden gerade wieder weitere Zinken gegossen. Und ja, dann sollte sich das Ganze hier demnächst in einem fertigen Endprodukt widerspiegeln. Und wie das Ganze dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Little Big Workshop bei von Blankenburg. Bis morgen, tschüss.